Nachdem hier von der einen Seite die braune Farbe jetzt deckend geworden ist, werde ich das Profil, Schienenprofil auf der zweiten Seite streichen. Vielleicht sollte ich dabei nicht so viel rumtrümmern. Aber was hilft's? Beim letzten Mal hatte ich mir ja vorgenommen, das Ganze etwas hoch zu bocken, damit ich da leichter dran komme. Noch leichter als ohnehin schon. Ja, das ist schon mal gar nicht schlecht. Da ist die Farbe. Der Pinsel ist natürlich in der Zwischenzeit hart geworden. Ich habe mir letztens im Baumarkt eine ganze Beutel mit billigen Pinselchen besorgt, bei denen sich wohl kaum lohnen wird, die auszuwaschen, geschweige denn, dass das funktionieren würde. Dann machen wir den mal gängig und flüssig. Ja, die Farbe verläuft hier bei dieser Neigung tatsächlich besser. Fließt nämlich nicht mehr aus dem Gleis heraus, sondern in die Schiene praktisch hinein. Hätte ich auch schon früher drauf kommen können. Aber wann hatte ich jemals eine Modellbahn, bei der ich einfach das Werkstück so neigen konnte? Farbe verläuft fast wie von Zauberhand genau dahin, wo sie hin muss. Zu viel von der Farbe darf ich mir aber trotzdem nicht auf den Pinsel nehmen, wie ich gerade gemerkt habe. Ja, so kann ich jetzt besser beurteilen, ob es von der Farbe glänzt oder von dem Metall.
An einigen Stellen kann ich jetzt schon sehen, dass ich einen zweiten Durchgang brauchen werde. Dazu kann man nur sagen, was muss, das muss. Ja, besonders die Laschen nehmen die Farbe kaum an. Okay, das war der erste Durchgang. Das soll jetzt erstmal in Ruhe trocknen. Und ich mache mich mal jetzt dran, an dem Gerüst hier weiterzuarbeiten. Erstmal freue ich hier den Pfosten. Und dann kann es auch schon mit dem weiteren Verleimen losgehen. Das nächste Hölzchen soll hier hin. Das heißt, es bekommt unten Leim. Da Leim. Da und da. Und ein Klecks da. Und dann hoffe ich, dass es ohne zusätzlichen Druck da gut aushärtet. Das sind 2,2 cm. Ich messe hier die Stellen aus, an denen die nächsten Stücke angesetzt werden.
2,3 cm. Im Großen und Ganzen scheint sich das System, das ich mir daraus gedacht habe, zu bewähren. Und er braucht da etwas Leim, da, da und natürlich von unten. Der will nicht halten. Versuche ich ihn mal mit etwas mehr Leim dazu zu überreden. Na toll, toll, toll. Das letzte Operation ist jetzt wieder ein senkrechtes Hölzchen zu setzen. Ich gehe jetzt nicht weiter in die Richtung, sondern gehe in die andere Richtung, damit ich an einer Ecke schon mal fertig bin. Vielleicht nützt mir das irgendwann mal. So. Das Distanzhölzchen ist eingespannt. Das Widerlager ist da. Jetzt muss ich dem von unten Leim geben. Und von einer Seite her. Und dann kann es auch schon fixiert werden. So, in einer Richtung steht es automatisch durch den Winkel senkrecht und in der anderen Richtung justiere ich das jetzt mit Hilfe des Geodreiecks. Man so lassen. Ich drücke noch mal etwas von oben an.
scheint auch zu halten mit ein bisschen Glück.